Das ist ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den anderen 7 die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu weisen. Nun führt dich den Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war doch noch was. Ach ja. Also wie war dieses, da war ja noch was bezogen? Auf mich oder... Wie? Naja. Wir werden es früh genug herausfinden. Liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link's Awakening, blöder Octorok. Das hat mich jetzt so aus der Fassung gebracht, dass ich nicht mal den Namen des Spiels richtig aussprechen konnte. Sowas. Nein, also wir haben inzwischen 200 Rubine. Hey, du da! Es ist was ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine Gruppe von Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem von Komet und der Frau. Sie hat mir das ganz Böses getan. Oh, ja. Das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Jetzt nicht. Komm schon. Der Kettenhund ist weg. Aua. Wow, Alter. Das ist echt nicht in Ordnung. Aber ich brauche noch Rubine, Leute. Ich möchte im Laden etwas ganz Spezielles kaufen, was uns die Rubin-Farmerei um einiges erleichtern sollte. Zur Info, wir haben in der letzten Folge die Feder aus dem Wurmpalast erhalten. Und das ist ein ganz, ganz spezielles Item in Zelda. Denn das erlaubt einem auf Kommando springen zu können. Ich weiß nicht, ob es von dem... Also ich weiß, dass es von dem noch eine Ausführung gibt, aber ich weiß nicht, ob das in diesem Spiel ist. Das ist halt die Frage. Weil eigentlich ist es so, dass das Ganze nur, ich glaube, in... Oh, boah, schlag mich tot. Minish Cap. Eine Erweiterung findet. So, und ich glaube, das Ding kostet 200 Rubine. Das heißt, ich werde mein Glück in der Thronlotterie versuchen. Nee, das geht nicht. Oh, Verzeihung. Den Fuchs habe ich jetzt übersehen. Ja, das ist leider so. Der hat sich jetzt im Gras versteckt, den habe ich nicht gesehen. Ich schlage eigentlich keine Tiere. Aber nur wenn es nicht anders geht. Oder bevor sie sich halt selber verletzen oder zu Tode richten. Wäre es mir dann schon lieber, ich greife ein, auch wenn es so sein muss. Aber da ist immer so ein flaues Untergefühl im Magen dabei. Das ist sehr, ja. Ja, Tiere sind wichtig. Vor allem auch für den Menschen. Also ohne Tiere würden wir nicht überleben. Ich meine, die Fleischfresser unter uns, zu denen ich mich hier und da auch zähle. Aber nicht ganz so stark, muss ich ehrlich dazugeben. Bin ich so der übermäßige Fleischfresser.
Ich hab's eher mit gebratenem Fisch mit gedünstetem Gemüse. Boah, geil. Also Leute, das ist ein sehr guter Ersatz. Na gut. Ich werde mein Glück jetzt in der Truhlotterie versuchen. Nein, da war ein blauer Rubin. Ich hoffe, ich kann's noch halbwegs. Naja, gut ist es nicht, aber ich glaube, es reicht. Das Ding ist ja Gott sei Dank so groß, dass es nicht wirklich rausfällt. Also ich gehe jetzt mal mit Absicht auf Nein. Und werde zusehen, dass ich... Schnüppchenfigur. Wo die hingehört, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Das werde ich jetzt herausfinden und ich hoffe, ich kann jetzt in dem Versuch den lilanen Rubin zweimal holen. Oh. Ohohohoho! Nicht so früh waren, der kann immer noch... Nee, kann er nicht mehr, das war's. Alter, das sah so richtig kacke aus. Also ich glaube, wenn du den hinlegst, dann hast du sogar bessere Karten als irgendwo anders. Würde ich zumindest meinen. Also ich bin in solchen Kran-Spielen ja überhaupt nicht gut. Es gibt ja tatsächlich Leute, die können das... Die sind Gott in dem Spiel offensichtlich. Oh, das ist wieder so... Was zum... Nein. Also den bewegenden Rubin suche ich aber ganz bestimmt nicht mit dem Greifer. Wie kriege ich den jetzt noch? Es gibt ja, glaube ich, dann auch später noch die Fähigkeit... Nee, das war ein Minish Cap. Das war ganz sicher ein Minish Cap. Dass man so eine Art Türrub bekommen kann. Der einem die Fähigkeiten gibt, mehr Mist zu finden. Also sprich mehr Rubine, mehr... Was waren das? Ich glaube Glücksfragmente waren das sogar. Ja, in Link's Awakening... Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es da mit Geld und so aussieht. Aber ich weiß nur, es gab, glaube ich, ein Item... Boah... Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welches das war. Müsste aber der Bogen gewesen sein, weil den braucht man zwar später wieder. Ach komm, für 13 Rubine gehe ich da nicht nochmal rein. Das muss ich... Ups, falscher Knopf. Ich frage mich ehrlich gesagt, wieso da immer nur die untere Reihe nachwächst. Naja, vielleicht sehr seltsames Gras dort. Ich meine, es würde jetzt auch nicht schaden, wenn wir... Naja, wie soll ich sagen? Das Herzteil rauskaufen würden und es gab ja noch irgendwo eins zu haben... Komm schon, Alter, nur mehr 7 Rubine. Ein 5er und 2 einzelne, ja, ja, gib mir Geld. Komm zu Papa. Komm her. Link sollte er sich vielleicht mal als Rasenmäher bewerben. Talent hätte er ja.
Komm schon, 5er, 5er, ja, yes. Hey, jetzt kostet es 100, pass auf. Nein, keiner Scherz, also... Luxusschaufel, die kostet schon. Mit der kann man dann, ja, Löcher graben. Sollte irgendwie von der Logik her schon ansprechend sein. Die brauche ich fast nie, also das Zauberpulver, mit der kann man dann sowas ausgraben. Da kann man manchmal recht viel finden. Vor allem, wenn man so grabend durch die Gegend rennt, an besonderen Orten, geht das meistens ganz gut. Und da habe ich mal was gelesen, jetzt noch in den Foren, dass am Strand was zu finden sein soll mit dem Ding. Das werde ich jetzt gleich mal abchecken. Es wird vermutlich eine Muschel sein, aber ich habe halt keine Ahnung. Bist euch da mal, ja auch. Man kann auch im Sand graben, das geht. Im Übrigen, Link kann nicht schwimmen, also das... Sollte man vielleicht auch wissen, wer sicherlich nicht uninteressant. Aber ich habe lieber die Schutzeiche. Genau für solche Fälle. So, da ist besagter Ort, den ich gesucht habe. Hier unten in der Ecke. Ah, ich hatte recht, es ist tatsächlich eine Muschel. Naja, von der habe ich durch Zufall erfahren. War jetzt keine Absicht. Ich wollte mich eigentlich nicht spoilern lassen, aber ich glaube auch nicht, dass ich alle von aus eigener Kraft und eigenem Hirn finden werde. Außer es steht natürlich irgendwo geschrieben, dass die da und dort zu finden sind. Nee. Dann könnte ich es mir noch irgendwie vorstellen, dass ich das schaffen könnte, aber das ist so unwahrscheinlich. So. Jetzt wollen wir uns aber für die restlichen Minuten des Parts noch mit einem Herzteil beschäftigen und mit dem Weg in den nächsten Dungeon. Und vielleicht sollte ich auch mal so frei sein, eine Flasche vom Angelspiel zu holen. Aber dafür bräuchte ich eigentlich auch Kohle und die habe ich im Moment nicht. Aber ich kann eigentlich auch zu der Fee gehen und mich heilen lassen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Option, weil ja die wirklich viel Energie spendet. Es gibt dann, glaube ich, später noch eine Möglichkeit, Elixier zu kaufen. Dafür brauchst du aber auch eine Flasche. Naja, so weit, so schlecht. Ja, was heißt schlecht? So. Gut. Ja, das ist gefährlich. Blöde Schleime. Wegen denen habe ich jetzt ein Herz verloren. Naja, was soll's. Was soll's denn? Es ist aber besser, wenn man die Typen hier angreift. Und die springen immer so ganz hässlich versetzt. Alter!
Alter, ich werde wieder down gehen. Nee, werde ich nicht. Wenn jetzt alles gut geht, gehe ich nicht down. Jetzt müssten wir ja endlich mal 4 haben, oder? Immer noch nicht, Alter. Frisst da heimlich einer meine Herzteile auf, oder was ist? Ah, ja. Ah, hier ist die Moblin-Festung. Na gut, Leute, wenn ich den schon mal hier... Warte mal. Wenn man die Raben besiegt kann, oder besiegen kann. Hat man doch normalerweise einen Haufen Kohle bekommen. Hm. Oh! Die bewachen ein Herzteil, aber ich glaube, das war im Original noch nicht da. Kann ich mich, ich meine, ich kann mich generell an das alte. Den alten Ableger kaum. Würdest du bitte deinen Job machen, Feder, und mich springen lassen? Herzlichsten Dank. Wo war ich? Oh, hier wohnt ja Boris. Naja, dem könnte man eigentlich auch einen Besuch abstatten. Okay. Naja. Gut. Das hier müsste, glaube ich, die Moblin-Festung sein. Als ob der nicht auf mein Schild geschlagen hat. Ist das jetzt dein Ernst? Na komm, wirf. Alter. Vor allem, ich glaube, ich muss den Boss noch auch noch besiegen. Okay, das wird jetzt schwierig. Okay. Ich bin doch ausgewichen. Alter, Link, beweg den Arsch. Bitte. Ich bin wirklich in die andere Richtung gelaufen. Ist jetzt kein Scherz. Nur der braucht ja anscheinend jedes Mal, wenn ein Gegner auf ihn zielt, ewig, bis er sich umdreht. Verstehe ich nicht. Will ich auch nicht verstehen. Alter. Ein am Boden liegender Gegner hat mich umgebracht. Das ist doch Betrug. Alter, wo ist die versteckte Kamera hier? Ja, stimmt, die ist da vorne. Aber die ist halt nicht an. Und wieso kriege ich nur 3 Herzen? Alter, geht's noch? Gut, los geht's. Jetzt müsste es ja... Pff, jetzt ohne Schaden. Eh klar. Der Punkt ist halt... Hallo du. Okay, ich habe Komet gerettet. Ich muss ihn offensichtlich nur anschauen und ansehen. Mit A. Ich frage mich eigentlich, warum der überhaupt da ist. Wie konnten die denn gefangen nehmen? Weil der kann ja eigentlich Gegner fressen. Oder zumindest tut er das.
Naja, zumindest ist eigentlich auch gut gesagt. Oh, das ist ja ein furchteinflößendes Tier, was du da bei dir hast. Ein geschlechtes Musikinstrument im Schleimsumpf. Ja, jetzt chill deine Nüsse. Ich weiß ja, wo der Eingang in diese Höhle ist, also... So ist es ja nun nicht. Ihr, seht euch an, der kann Gegner einfach wegsnacken. Komm schon, gib dir noch einen. Sehr schön. Wie kam man da jetzt weiter? Ja, genau. Man musste auf Umwegen, glaube ich. Da konnte sogar diesen Gegner fressen. Ich glaube, den Sora packt der Kerl nicht. Ah, und jetzt können wir hier weiter. Zombie-Montis. Gehen wir mal da nach unten. Oha. Ich glaube, das schaffen wir dann eher im nächsten Part.